Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Waffenkommentar von mir. Heute handelt es sich um die M4A1 oder auch M4 genannt, welche eine Kompaktversion bzw. eine Weiterentwicklung des M16A2 ist. Dadurch, dass die M4 einen kürzeren Lauf hat, hat sie auch automatisch eine größere Mündungsenergie. Die M4 wird in taktischen Situationen von FBI und SWAT-Einheiten genutzt, jedoch wurde dann 2001 vom US-Oberkommando die Zuverlässigkeit der Waffe bemängelt, vor allem in Wüstenbedingungen, weshalb dann zum HK416 umgestiegen worden ist. Der Hersteller ist Cold Defense LCC und seit 1994 wird die Waffe produziert. Die M4 habe ich heute gezockt mit dem Nemesis Stock, den Viper Max, dem Predator Barrel und dem Standard Ironside. Ihr schaltet die M4A1 ab Rang 18 frei und das lässt sich gut erspielen, also es ist kein so hoher Rang, also wie gesagt, es lässt sich echt gut erspielen. Mit einem Preis von 1249 Funds bzw. 45.000 Credits sind wir im Standardbereich. Ebenfalls standardmäßig ist die Rate of Fire von 600 und da muss ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Was hingegen viel interessanter ist, sind die Magazine und die Magazingröße. Nämlich haben wir drei Magazine A26 Schuss, also 78 Schuss und standardmäßig 26 Schuss, das ist echt ein richtig toller Wert. Also mit Viper Max haben wir eine echt hohe Kugelanzahl, nämlich 32 und das haben nicht mal so viele Assault Rifles, das haben so viele, ich weiß nur dann jetzt die M4, die A91, ich glaube die zwei waren es, ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, ob es noch mehr gibt, aber auf die Schnelle fallen mir gerade nur die zwei ein und wie gesagt, das ist echt ein richtig toller Wert von den Schüssen her, also das reicht schon mal so für, ja, 3, 4, wenn man gut zielt, 5 Gegner auf jeden Fall. Die Reload-Time ist bei 4 Sekunden angesetzt und das ist ein recht angenehmer Wert, würde ich sagen. Der Damage beläuft sich im Nahkampf auf 24 bis 26, das ist echt gut, also man kann mit der Waffe im Nahkampf echt gut umgehen. Auf Longrange fällt der Damage auf 17 bis 21 ab und da muss man dann echt schon ganz schön oft treffen, dass ein Gegner down geht, also eher so, also die Waffe würde ich sagen, ist eher für Close bis Midrange und auf Longrange, da würde ich dann doch eher eine ACWR oder so mitnehmen. Ja, der Headshot Damage hat einen Multiplikator von 2.1, also den doppelten Bodyshot Damage. Jetzt komme ich zu meinen Empfehlungen und ich empfehle euch ein Red Dot Holo oder M145, also die Waffe ist da so ein kleiner Allrounder, würde ich sagen. Also am allerbesten macht sich eigentlich ein Holo Sight an der Waffe oder für ein bisschen längere Distanzen M145, aber das Red Dot würde auch gehen, also wie gesagt, ein echt guter Visier Allrounder. Als Munitions-Add-on empfehle ich die Viper oder die Stingray Max, einfach aus dem Grund, weil die euch noch mehr Kugeln geben und da die Waffe eh recht viele Kugeln hat und das dann noch aufgestockt wird, ist das eigentlich am besten und was sehr wichtig ist, es gibt euch Damage. Also wenn ihr jetzt viel auf Sharky zum Beispiel spielt, dann würde ich die Stingray Max dran bauen. Wenn ihr aber dann eher auf so Maps wie Karkand oder so zockt, würde ich die Viper Max nehmen, weil die den Damage auf die längeren Distanzen noch ein bisschen halten. Ja, als Stock empfiehlt sich eigentlich nur der Nemesis oder der Tactical Stock, weil der Recoil geht eigentlich oder zum Großteil nach oben und ein bisschen zu den Seiten und da tut der Nemesis Stock das eigentlich sehr schön ausgleichen, muss ich sagen. Und als Lauf empfiehlt sich wieder mehr, nämlich der Standoff, der Heavy oder der Predator Barrel, weil alle die Kampfdistanz erhöhen, die Kugelgeschwindigkeit erhöhen und auch einfach so die Reichweite ein bisschen erhöhen. Abschließend kann ich zur M4A1 sagen, dass sie eine sehr ausgewogene Waffe ist. Warum ich das jetzt sage, liegt daran, dass sie im Nahkampf sehr schön und gut zu zocken ist, aber auf längere Distanzen dann doch einfach der Damage fehlt. An der Waffe toll ist natürlich einmal der Ammo Count, weil man wirklich extrem viele Schuss hat und auch das Standardvisier finde ich sehr schön und es ist manchmal ein bisschen eng, also man hätte es vielleicht ein bisschen größer gestalten können, aber im Großen und Ganzen finde ich das Visier sehr schön. Ebenfalls schön finde ich ist das Design und der Sound von der Waffe. Also eine echt sehr gelungene Waffe, nicht nur vom Design, sondern auch vom Spielerischen her, würde ich sagen. Die Waffe lohnt sich eigentlich nur für Close bis Midrange,
da auf Long Range der Damage einfach fehlt. Aber das habe ich euch ja vorhin schon gesagt. Als Maps empfehlen sich, würde ich sagen, so Maps wie Shawky, Shawky Rush, Basra, Kaken, Kaken Rush, Mash Tour, Myanmar. Wenn einem Myanmar gefällt, kann man es auch da drauf zocken. Also das sind so die grundlegenden Maps, wo ich die zocken würde. Und es gibt auch ein Pack mit der Waffe. Das kostet 8000 Funds und es sind eigentlich auch recht gute Attachments drin. Also man könnte es sich theoretisch schon holen, das Pack. Ich muss sagen, ich habe mir das auch geholt und bin echt zufrieden damit. Ja, ich denke mal, jeder von euch hatte das früher auch. Nämlich habe ich früher, also vor dem Patch Day, habe ich ja auch die Farmers und nur die L85 gezockt, weil die es einem halt recht leicht gemacht haben. Aber mittlerweile habe ich die in eine Ecke geschmissen, die zwei Waffen, und zock nur noch die M4, weil das ist einfach meine neue Lieblingswaffe. Und immer wenn ich Assault zocke, zocke ich eigentlich nur die, weil die einfach geil ist. Und ja, ich denke mal, ich habe eine klare Kaufempfehlung, also man hört schon so eine kleine Kaufempfehlung bei mir raus. Und ja, das war's zu meinem Waffen-Commentary. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat, und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Also bis dann. Ciao.